Ja, nach dem letzten Update ging es schon wild los hier an der Achtuber auf Büffelfisch. Und das muss natürlich getestet werden. Wie läuft es denn mit dem Büffelfisch? Und es geht weiter. Selbst hier mitten in der Nacht gehen hier die Büffelfische rein. Büffelfisch, immer mal wieder ein Fisch, der ja manche wirklich zur Verzweiflung treibt, weil sie ihn nicht kriegen oder einfach nicht in Trophy-Größe fangen. Für mich muss ich sagen, ich habe ihn schon ein paar Mal abgeschlossen, allerdings noch nicht den schwarzen Büffelfisch. Und auch der schwarze Büffelfisch soll jetzt ein bisschen besser zu fangen sein. Und da gucken wir auch doch einfach mal direkt rein hier in die aktuellen Rekorde, also in die wöchentlichen Rekorde. Wir gehen runter hier zum schwarzen Büffelfisch und wham, das sind mal Zahlen. 18 bis 23 Kilo und das Ganze hier immer schön auf Pfeffer, Muschel, Krabbe, Muschel, Soluble. Also das zieht sich hier die ganze Zeit durch. 18er, 20er, Boilies. Also Pfeffer, Muschel, Pellet, Krabbe, Muschel, Soluble. Ja, und genau so sieht mein Setup natürlich aus. Und was man vielleicht noch machen könnte, man könnte vielleicht die Futtermische noch mal ein bisschen anpassen in die Richtung. Bei mir sieht es im Moment so aus. Ich habe hier an der Stelle, ja, jetzt seit 10 Minuten hier erstmal getestet. Und ja, also den Abend über ging es schon gut rein. Jetzt haben wir Nacht. Ich denke mal, jetzt ist vielleicht gleich ein bisschen weniger los. Und dann geht es in den Morgenstunden bestimmt gleich nochmal ein bisschen mehr ab. In der Zeit jetzt werfe ich keine Futtermische mehr nach. Ich werde gleich erst in den Morgenstunden nochmal wieder ein bisschen nachfüttern. Auf die Futtermische gehen wir natürlich gleich nochmal im Detail drauf ein. Bisher der größte hier mit 11,6 Kilo. Ist auch schon wirklich gut. Kann man schon gerne nehmen. Also 11, noch was. Das passt schon. Alles hier eben auch das gesamte Setup. Alle drei Routen sind gleich aufgebaut. Also mit Pfeffermuschel-Pellet. Also normales sinkendes, sinkende Boilies. Normale klassische Haarmontage. Und dann hier Krabbe, Muschel, Soluble, was man auch nimmt für die Aralbarbe. Und die Aralbarbe ist auch so ein Fisch, der ja ein bisschen geboostet wurde durch das letzte Update. Falls du das letzte Update noch nicht gesehen hast oder die Infos noch nicht hast, ich verlinke nochmal das Video dazu. Ich habe die ganzen News, ja, das bin ich einmal durchgegangen. Kannst du dir einfach schön nebenbei anhören und dann hast du sämtliche Infos und bist auf dem neuesten Stand im Game. Ja, wie gesagt, hier gerade jetzt auf Büffelfisch. Ich hoffe natürlich jetzt hier auf den schwarzen Büffelfisch. Mein größter schwarzer Büffelfisch liegt, glaube ich, gerade irgendwas so um die 6 Kilo herum. Wenn mich nicht alles täuscht, halt, hier war doch schon der Schwarzfisch, dann ist auch hier der Schwarz, ach, noch nicht mal, 4, 4, Köcherfliegenlarve. Das ist so lange her. Da war die Achtuber gerade neu. So lange ist das her. Da gab es die Achtuber gerade erst eine Woche. Und dann ging es auf die Suche auf diesen Büffelfisch. In der Beschreibung steht irgendwas drin, so von Insekten und sowas. Und dementsprechend gab es dann eben auch Fänge mit Köcherfliegenlarve und so weiter. Ja, und bis da, ja, oder seitdem nie wieder einen Büffelfisch gefangen. Geschweige denn also den schwarzen. Aber dann doch irgendwann hier den Büffelfisch abgehakt. Ich stehe jetzt hier an der ultimativen Stelle oder an einer der ultimativen Stellen hier oben direkt am 4-Meter-Loch. Also relativ simpel. Es gibt noch eine zweite Stelle. Ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt gerade so aus dem FF hinkriege. Es ist, ich meine, es war eine Stelle, wo man mit dem Boot fahren musste. War das nicht so? Hier in dem Bereich. Ich muss das nochmal nachschauen, beziehungsweise einfach mal auch im Discord schauen. Da gibt es nochmal einen zweiten Spot, aber aktuell laufen tut wohl dieser hier. Ja, wie gesagt, vom Setup her alles gleich aufgebaut. Wir gucken einfach gerade mal eben rein hier. Ganz normal natürlich mit den Karpfenruten auf klassische Haarmontage.
Also mit sinkenden Boilies. Und auch hier jetzt nochmal wichtig, vielleicht gar nicht ganz so groß reingehen. Vielleicht sogar nochmal ein bisschen kleiner als einen Einserhaken, kann ich mir auch durchaus vorstellen. Wobei ein Einserhaken, wir wollen ja auch, wenn möglich, eine Trophy haben. Dann nimmt man einfach hier einen Einserhaken groß. Darüber würde ich nicht gehen, denn die Fische werden ja gar nicht so gewaltig groß. Also von daher nicht übertreiben mit den Haken. Genauso aber auch hier. Es gibt natürlich größere Boilies und ja, man kann natürlich auch immer versuchen, sich so ans Limit zu kicken. Also nochmal größeren Boilie, nochmal dickeren Haken und dann geht vielleicht doch nochmal eher die Trophy rein. Ja, oder eben nicht. Und von daher einfach hier, ich sag mal so mit dem 18er, 20er sind wir schon wirklich groß unterwegs. Da muss man es nicht übertreiben. Jetzt gucken wir hier gerade nochmal eben in das PVA rein. Da ist es. Das ist komplett jetzt hier auf Muschel. Mais als Basis könnte man, wenn man PVA verwendet, durchaus weglassen. Dass man einfach gar keine Basis hat, ist ja beim PVA-Mischen möglich. Wenn ihr hier steht und kein PVA verwenden könnt, kein Problem. Ihr könnt den ganzen Spot auch komplett mit Kugeln, also mit Futterkugeln bewerfen, denn der Spot jetzt hier von der Entfernung her ist nur 20 Meter weit entfernt. Also maximal rauswerfen die Kugeln, schön am besten vorher noch was essen, was trinken, dass die Energie auch schön da ist und dann maximal auswerfen. Erstmal schön so mit 10 Bällchen oder ihr geht einfach mit den Fiederruten ran oder mit den Fiederkörben hier ran und versucht dann, dass euer Glück hier eben auf Fieder. Wobei das eben mit Boilies doch deutlich besser hier alles gerade funktioniert. Oder man nimmt einfach die Fiederrute und nimmt einen Futterkorb, vielleicht irgendwie einen Futterkorb mit, wo zwei Bällchen reinpassen. Fünfmal an der Stelle hier auswerfen und zwar exakt da. Also ich werfe immer genau hier so hin oder vielleicht mal so ein bisschen hier neben die Rosen oder da, wo diese kleine Lücke jetzt hier ist. Also genau hier in diesem Bereich. Also hier einmal oder hier einmal so in diesem Bereich. Das ist so ungefähr das Ziel. Gucken wir mal, was wir jetzt hier dran haben. Und es bimmelt langsam wieder los. Ja, wie gesagt, Futtermische. Wir haben noch gar nicht richtig reingeguckt. Ne? Ist komplett auf Muschel getrimmt. Die Basis, wie gesagt, kann man weglassen, muss aber nicht. Man kann das auch mal mit anderer Basis testen. Ich kann mir auch so ein Schubi. Ich kann mir auch andere Basis gut vorstellen. Wir gucken gleich nochmal eben rein. Hochwertigere Basis vielleicht. Durchaus möglich. Das heißt, wenn wir das jetzt hier so machen, nehmen wir vielleicht eine Basis in Richtung Leinsamen. Leinsamen, Rapsamen, maybe. Durchaus eine Möglichkeit. Leinsamen und dann geht man eben komplett mit Muschel rein. Und dann lübt das. Man könnte natürlich auch Muschel und Krabbe Soluble, die kleinere Variante, dann nochmal schreddern. Auch das durchaus eine Möglichkeit, um nochmal eine höhere Chance zu haben, nochmal größere Fische anzulocken. Heißt also, das wäre auch nochmal eine Idee. Und dann gibt es hiervon jetzt, gibt es drei Varianten. Zwei habe ich jetzt gerade schon verbraucht. Und hier auch nochmal eine teure Variante, die Flusswandermuschel. Das kostet alles schon ein bisschen Geld hier, die ganze Futtermische. Also es ist nicht so ganz günstig, auf diesen Fisch zu gehen. Aber wenn man einmal hier die Futtermische hat, dann läuft das Ganze ja auch. Zack, na guck, weißer Amur, den wollen wir hier nicht. So, bevor ich jetzt hier Futter wieder rauswerfe, nehmen wir das nochmal ab. Wir lassen das erstmal jetzt hier noch ein bisschen ohne Futter. Und dann gucken wir, wie es gleich weitergeht. Ja, wie gesagt, ob jetzt hier noch die Trophy reingeht oder ob bei mir hier noch der schwarze Büffelfisch reingeht. Ich bin gespannt. Ich werde das einfach noch ein bisschen länger testen. Abwarten, ob das jetzt noch läuft und werde das jetzt einfach nebenbei laufen lassen. Und wenn er reingeht, bin ich happy. Und wenn nicht, angle ich einfach weiter. Irgendwann wieder reingehen. So geht das hier. Ich hoffe, ihr habt Glück, zieht euren weißen Büffelfisch, euren schwarzen Büffelfisch als Trophy. Daumen da lassen, wenn es geholfen hat. Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Und gerade Freitags geht es immer richtig ab. Da ist Wettangeln gerade für alle
Klassen bzw. für alle Level geeignet. Das heißt also im Low-Level-Bereich und ganz wichtig ist natürlich immer das Freitagswettangeln am Belaya. Also bis dahin, Petri.